Das ist Anna. Anna ist auf dem Weg zur Arbeit, als ihr Auto plötzlich den Geist aufgibt. Radlager kaputt. Reparaturkosten 300 Euro. Dummerweise hat Anna die 300 Euro gerade nicht auf der hohen Kante. Sie fragt ihre zwei Freundinnen Maya und Nina. Die aber haben selbst nicht so viel Geld auf die Schnelle. Nina erzählt ihr von der Möglichkeit eines Pfandkredits. Da Anna eine hochwertige Markenhandtasche besitzt, könnte sie diese verpfänden. Doch was genau ist ein Pfandkredit? Wie funktioniert das? Und wem kann man da vertrauen? Sie googelt im Internet und stößt auf das Pfandhaus Germann. 1882 gegründet, ist das Pfandhaus Germann heute eines der ältesten privaten Pfandhäuser Deutschlands und befindet sich inzwischen in der 5. Generation. Das Unternehmen beleiht Schmuck, Uhren, Münzen und hochwertige Markenhandtaschen. Das überzeugt Anna. Am nächsten Tag nimmt sie ihre Tasche samt Beleg und macht sich auf zum Pfandhaus Germann, um diese begutachten zu lassen. Der Beleihwert ihrer Tasche wird von den dortigen Experten auf 500 Euro geschätzt. Auf diese Beleihungssumme wird zusätzlich 1% monatlicher Zinssatz und weitere 2,5% für Versicherung und Aufbewahrung aufgeschlagen. Die Laufzeit der Beleihung beträgt 4 Monate. Innerhalb dieser Frist kann Anna ihre Tasche jederzeit wieder auslösen. Nach diesen 4 Monaten verbleibt Anna noch ein weiterer Monat, ein sogenannter Karenzmonat, um die Tasche abzuholen oder die Laufzeit zu verlängern. Nach Verstreichen des Karenzmonats erhält Anna ein Erinnerungsschreiben, in der ihr der letzte mögliche Tag einer Auslösung bzw. Pfandkreditverlängerung mitgeteilt wird. Das gehört zum Kundendienst von Pfandhaus Germann. Erst danach wird Annas Tasche zur Versteigerung freigegeben. Sollte der Versteigerungswert den Schätzwert der Experten übersteigen, so wird Anna nach der Versteigerung über den Überschuss informiert. Diesen kann sie sich innerhalb 2 Jahren nach der Versteigerung abholen. Ansonsten wird der Überschuss an die Stadt Stuttgart abgeführt. Sämtliche Daten werden streng vertraulich behandelt und, anders als bei einem Bankkredit, nicht an die Schufa weitergegeben. Die hochwertige Markenhandtasche wird während der Laufzeit des Pfandkredits in den sicheren Tresorräumen des Hauses aufbewahrt. Anna ist begeistert, jedoch benötigt sie für ihre Reparatur nur 300 Euro und möchte auch nicht mehr Geld leihen. Das ist kein Problem. Sie kann sich auch weniger ausbezahlen lassen und spart somit sogar noch Zinsen und Gebühren. Anna ist glücklich. Denn sie hat jetzt ausreichend Geld, um ihr Auto reparieren zu lassen und ist dadurch bald wieder mobil. Falls auch Sie für einen unvorhersehbaren finanziellen Engpass eine schnelle und unkomplizierte Lösung in Form eines Pfandkredits in Erwägung ziehen, so werden Sie bei der Firma Germann vertrauensvoll beraten. Seit über 130 Jahren stehen wir für Anonymität, Seriosität und Professionalität. Schauen Sie in unseren Räumlichkeiten vorbei.